Freunde, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu meinem Review zum Spiel zwischen Hannover 96 und der SPV GG Greuther Fürth gestern. 1:4 aus Hannoveraner Sicht. Max ist sehr froh, dass er nicht hingefahren ist zu dieser Partie in Fürth, im ja, relativ weit entfernten kleinen Städtchen, in das sich trotzdem 1000 Hannoveraner vorgewagt haben, an einem Freitagabend, um komplett enttäuscht zu werden von ihrer Mannschaft, aber auch von anderen Dingen. Und darauf wollen wir jetzt heute in diesem Video mal ein bisschen eingehen. Normalerweise mache ich diese Videos ja nicht mehr, aber dieses Spiel hat mir einfach alles abverlangt. Gott sei Dank, ich weiß nicht warum, aber gestern war ich relativ gut gelaunt und dementsprechend war es nicht so schlimm, aber alter Schwede, das war auf jeden Fall meine ordentliche Hausnummer und darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr so Talk-Videos sehen wollt zu den einzelnen Spielen, zu den einzelnen Spieltagen, wie auch immer, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Das Ganze läuft ja unter Bubble Time, aber das heute ist nicht Bubble Time, das hier heute ist eigentlich Rage Time. Auch wenn ich relativ gechillt bin, relativ ruhig bin und wenig ragen werde, aber das war auf jeden Fall alter Schwede. Videobeschreibung könnt ihr auch gerne auschecken zu meinem Merchandise und so weiter und so fort. Die Soundqualität ist heute mal nicht so geil. Liegt ganz einfach daran, dass mein Mikrofon da schon, mein Laptop ist gar nicht an und ich habe auch mein Stativ nicht. Ich habe das Ganze jetzt hier auf meine Xbox, ein Buch und die TUI Reisebox zum Urlaub gestellt. Aber ich denke mal, das geht einigermaßen von der Perspektive her. Und ja, wo fangen wir an? Zunächst einmal, es wurde ein bisschen rotiert bei uns und zwar ist Ivar Fossum rausgegangen. Für Fossum kam Anton rein, Anton auf die Sechserposition neben Marvin Bakalor als Innenverteidigung. Strandberg und Sané, rechts Sorg, links Pripp, Tor Schauner, kennt man, vorne Karaman zusammen mit Klaus Bech und Harnik. Ja, das heißt Doppelspitze, Harnik, Karaman hat in der Hinrunde super funktioniert, Füllkrug wieder rausrotiert. Bech nach seiner Klassevorstellung gegen Kaiserslautern wieder mit von der Partie und ja, anfangs sah das auch gar nicht so schlecht, aus 96 war das bessere Team, hatte das Heft in der Hand und dann kam die erste Szene, man muss übrigens dazu sagen, ja, direkt zu Anfang an, Fürth hat dieses Spiel verdient gewonnen, gar keine Frage, 96 war gestern nicht gut, gar nicht gut, das war ganz, ganz schlecht, gegen Lautern war das ja schon keine souveräne, keine gute Vorstellung, aber das gestern war nochmal ein ganz anderes Level, weil das war wirklich richtig, ja. Möchte nicht weiter darauf eingehen. Aber kommen wir jetzt zu dem, was wir gestern gesehen haben. Also, zunächst einmal, Serdar heißt er, glaube ich, Dursun. Alter, mit dem Tor des Monats. Was für ein genialer Fallrückzieher. Ich habe nicht gewusst, dass der sowas kann. Ich habe auch nicht geahnt, dass der es in der Situation machen würde. Man kann darüber reden. War es am Mann, war es hohes Bein. Aber das Tor war so schön, das kann man durchgehen lassen. Nimmt den Ball danach nach einer verunglückten Flanke. Der Ball titscht auf. Irgendwie ist keiner so wirklich da. Strandberg weiß nicht ganz, wo er hin soll. Pripp steht nicht so ganz ideal zum Ball. Und Dursun einfach perfekt. Chestet den sich hoch und macht einen Fall. Seit Rückfallzieher in den Kasten hinein. Auch Chauner weiß ich nicht, aber das war ja relativ chancenlos. Es stand 1:0, ganz, ganz beschissene Situation. Und es ging weiter. Und wie es weiterging, ja. 96, ein bisschen geschockt von diesem Gegentor und kassiert gleich das zweite. Aber jetzt kommen wir zu der Situation, die den Anfang gemacht hat von Robert Kempters lustigen, ich weiß nicht, Fehlentscheidungen spielen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man das... ich habe jetzt... Egal, wir machen aber, wie ist das Tor gefallen? Freistoß. Eigentlich eine relativ harmlose Situation an sich, weil 96 bei Standards normalerweise relativ gut steht. Ball kommt rein, scharf aufs Tor getreten, Fuß ist dran, Ball ist drin. Sache ist, Dominik Franke, der das Tor gemacht hat, stand bei dieser Flanke im Abseits. Ja, Abseits ist so eine ganz gewisse Situation. An sich kann sowas mal passieren. Ja, es kann mal passieren, dass ein Schiedsrichter das übersieht, ein Assistent, auch wenn es in der Situation, ja, denke ich mal, normalerweise nicht übersehen werden sollte. Aber gut, es steht 2:0. 96 hat bis dahin schlecht gespielt, gar keine Frage. 2-0-Führung war zu hoch, aber ich war mit dem Schiedsrichter zufrieden, habe ich sogar noch auf Twitter gepostet. Ich war nicht irgendwie sauer, dass er die Situation nicht erkannt hat. Ich war einfach nur ein bisschen schockiert davon, wie 96 gespielt hat. Fürth war gut, 96 nicht, aber dann hat Robert Kempter, Alter, zu Höchstform aufgelaufen, aber zu absoluter Höchstform. Wir hatten ja in den letzten Monaten, im letzten Jahr, eigentlich in den letzten Jahren, einen konstanten Abfall der Schiedsrichterqualität in Deutschland. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Eigentlich waren die deutschen Schiedsrichter mal eine Zeit lang wirklich gut und es schien so, als ob die, ja, wirklich zur Weltelite sich immer weiter hinzuzählen durfte. Aber mittlerweile, das ist schrecklich, was in den Ligen für Fehler gemacht werden. Angefangen von beispielsweise eben Robert Kempter, aber auch ein Tobias Stieler, was der schon für Sachen rausgehauen hat. Aber alle Schiedsrichter, irgendwie alle Schiedsrichter, auch Manuel Gräfe sogar teilweise. Also ich mag Dennis Aitekin und Patrick, heißt er Patrick Ittrich, auf jeden Fall, das sind meine beiden, die ich sehr, sehr gut finde von den Schiedsrichtern her. Aber ansonsten kannst du so viele in Deutschland einfach in die Tonne treten. Es gibt so viele Spiele, die durch Fehlentscheidungen einfach verhauen werden.
werden. Ich meine, das ist in der Bundesliga so, in der zweiten Bundesliga, sogar in den niedrigeren Ligen. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Was macht der DFB mit seinen Schiedsrichtern? Beziehungsweise, was machen die Schiedsrichter, dass es einfach durchgewunken wird? Es ist ja anscheinend egal. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil einfach so viele Spiele davon beeinflusst werden. Ich weiß, dass das Portal wahretabelle.de sehr umstritten ist und dass man da auch nicht alles einfach so durchwinken kann. Und ich bin selber kein Fan von dieser Seite. Aber wenn man sich die Tabelle mal anguckt, das ist ja ein himmelweiter Unterschied zu dem, was normalerweise passieren sollte. Wie viele Benachteiligungen 96, und ich rede nicht nur von 96, weil wir auch teilweise Vorteile hatten, beziehungsweise wir sind Tabellenführer gewesen, so sehr sollte man sich beschweren. Aber was wir für Nachteile bekommen haben von den Schiedsrichtern, wie viele Entscheidungen wir gegen uns bekommen haben diese Saison, das ist lächerlich. Wie viele Elfmeter allein Felix Klaus nicht bekommen hat. Und das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Das ist vor allem auffällig, wenn ein Team besonders benachteiligt wird. In dem Fall ist es jetzt mein Team, deswegen regt sich besonders auf. Aber ich denke mal auch in der ersten Liga, beispielsweise die Kölner Fans, die müssten langsam auch die Schnauze voll haben. Es gibt so viele Partien, wo die Schiedsrichter einfach Mist machen und das geht nicht, das funktioniert nicht. Das sind Profis, die haben das als Hauptberuf nicht wirklich, wobei weiß ich gar nicht, ob das hauptberuflich ausgeübt wird. Es sollte nicht hauptberuflich ausgeübt werden, denn das, was die teilweise machen, funktioniert nicht. Natürlich ist immer die Sache, die haben Druck. Man sollte Fehlentscheidungen nicht immer so hochhängen, es sind auch nur Menschen, ja, aber es kann doch nicht so oft passieren und vor allem dann nicht einfach so durchgewunken werden. So rote Karten, die man mal übersieht, okay, Fouls, Abseits, ja, aber es darf sich nicht so häufen und es darf vor allem nicht so auf den Spielverlauf bzw. Spielausgang beeinflussen. Das funktioniert einfach nicht. Und gestern war es halt auch wieder der Fall. Das Abseitstor ist die eine Sache, aber was die zweite Halbzeit dann passiert? Also wenn auf einer Seite ein Abseitstor gegeben wird, okay, aber auf der anderen Seite ein offensichtliches Nicht-Abseits, offensichtlich, sorry, da kann man nicht Abseits sehen, geht einfach nicht. Das war der Anschlusstreffer von Arthur Sobe kurz nach der Halbzeit und er wird nicht gegeben. Er wird nicht gegeben, so, es wäre, wenn wir jetzt mal regulär sind, wäre das 1:1 gewesen, ja. Will ich jetzt gar nicht, es wäre der Anschlusstreffer gewesen. Anschlusstreffer bedeutet aber sehr viel. Und mit dem Anschlusstreffer im Rücken hätte 96 eventuell den Ausgleich noch früher gemacht. Wenn sie ihn gemacht hätten. Wurde ihn aber verwehrt. Weil ein offensichtlicher, ich glaube, wir kriegen die Saison allgemein keinen Elfmeter mehr. Ich weiß gar nicht, war das jetzt mal ein Elfmeter? Ich glaube, gegen Würzburg oder so? Bin mir gar nicht sicher. Ist schon Ewigkeiten her. Und warum? Weil die Schiedsrichter keinen Bock haben, Elfmeter für uns zu geben. Arthur Sobürg, wie gestern total benachteiligt, der Junge. Der tut mir so leid, Schnecke. Ich mag den ja extrem gerne, mein Lieblingsspieler. Im 16er wird offensichtlich gefoult. Offensichtlich. Da war nichts mit Ball dabei. Da war gar nichts. Das war so ein offensichtliches Foul. Großchance vereitelt. Keine rote Karte. Nichtsdestotrotz war das definitiv eine blöde Szene für uns, weil der Elfmeter nicht gegeben wird. So, Elfmeter ist zu, sagen wir mal, 90% ein Tor. Dann hat es 2:2 gestanden. Regulär 2:1 für uns. Möchte ich mich aber gar nicht weiter darüber auslassen, weil hätte, das Abseitstor wurde ja gegeben. Aber das sind trotzdem zwei Fehlentscheidungen, die das Spiel komplett beeinflusst haben. Und man kann jetzt sagen, ja, Fürth hat aber 4 Tore geschossen. Ja, aber sowas ändert den Spielverlauf. Wenn das Anschlusstor gegeben wurde, oder gegeben worden wäre, oder wenn der Elfmeter gegeben worden wäre, ganz anderes Spiel. Deswegen kann man das einfach nicht so pauschalisieren und sagen, ja, sie haben aber 4 Tore geschossen, dann hätte es halt 4:2 am Ende gestanden. Nein, oder 4:3. Nein, das funktioniert nicht. So. Dann führt natürlich mit Raum, weil 96 nach vorne öffnet, Naray mit einer guten Flanke, Dursun macht das nächste Tor und ein paar Minuten später schöner Pass, Abwehr ausgehebelt, die natürlich auch weit vorne aufgerückt stand, Strandberg kann nichts machen, Berisha läuft am Keeper vorbei, Anton will noch auf der Linie klären, wird dann auch noch ein bisschen unglücklich da ins Netz befördert von seinem eigenen Tempo und kann den Ball nicht abwehren. 4:0, im Endeffekt ein Freistoßtor noch durch den Ex-Führer, durch Edgar Pripp, der Ball verlängert ins Tor, aber macht auch nichts mehr, weil halt 4 Gegentore und Tabellenführung verloren aufgrund des Torverhältnisses und dazu halt 3 Punkte, die halt, wir haben seit 1999 oder so nicht mehr gegen Fürth verloren, letzten Spiele alle gewonnen, Statistiken kann man sowieso als 96-Fan vergessen, weil die bringen nichts, aber es ist halt wirklich bitter, dass man aufgrund dieser ich sage nicht, dass wir gewonnen hätten, ich sage auch nicht, dass wir nicht verloren hätten, wir haben es verdient zu verlieren, das Spiel gestern war absolut schlecht, gar keine Frage, aber trotzdem kann es nicht sein, dass die Schiedsrichter jedes Mal wieder so viele Spiele beeinflussen und so viele Spiele vom Ausgang her einfach manipulieren. Das sind als 96-Fan stößt einem das Saison besonders sauer auf, weil halt auch schon so viele Elfmeter nicht gegeben wurden. Natürlich haben wir auch schon Entscheidungen gegen uns bzw. für uns gehabt, die ja normalerweise gegen uns gepfiffen hätten werden müssen. Aber nichtsdestotrotz, auch die erste gelbe Karte der Partie, Sané bekommt eine gelbe Karte für nichts. 2 Minuten später, ich glaube Berisha war es, der ein total unnötiges Foul macht. Es gibt die gelbe Karte für ihn aber nicht, auch wenn das voll viel schlimmer war und eine eindeutige gelbe Karte. Ganz, ganz bitter und ganz, ganz ärgerlich. Kann ich nicht nachvollziehen. Schiedsrichter momentan in meinem Augen in Deutschland ganz, ganz schlecht. Wie gesagt, Dennis Aitekin und Ittrich mag ich gerne, auch die machen Fehler, ja, aber nicht so in dieser Konstanz, sage ich mal. Ich würde gerne mal eure Meinung wissen. Meint ihr, dass die Schiedsrichter in Deutschland gut sind? Meint ihr das oder regt es euch auch auf? Weil mich mittlerweile, also
Weiß ich nicht. 96 hat schlecht gespielt. Ich hoffe, dass die nächsten Spiele besser werden. Gar keine Frage. Aber der Hauptpunkt, warum ich dieses Video mache, ist, dass mir einfach auf den Keks geht, wie sehr die Schiedsrichter mittlerweile von den Leistungen her, beziehungsweise vom Leistungslevel her, vom Niveau her abfallen. Weil das halt einfach, das passt nicht zu Deutschland. Weißt, wisst ihr, der DFB hat so viele Macken, so viele Fehler und so viele komische Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren. Und jetzt mittlerweile sind es nicht mal mehr die Schiedsrichter, die, auf die man sich irgendwie verlassen kann. Das sind normalerweise die Leute, die halt gerade auch international bei WMs, bei EMs und so recht angesehen waren. Aber ich weiß nicht, ich glaube, seit Heuzer geht es konstant bergab. Ich dachte mal zwischendurch, es würde gut werden, aber ich weiß nicht. Dr. Felix Brüch, mittlerweile Schiedsrichter-Experte, der war auch ganz gut, aber der hat Fehler gemacht. Ich meine, auch wenn ich die Schiedsrichter-Experten sehe, Markus Merck beispielsweise, ey, das Schlimme ist vor allem, sie geben den Schiedsrichtern bei offensichtlichen oder relativ offensichtlichen Fehlentscheidungen meistens noch recht, oder die Experten, wenn man mal im Topspiel beispielsweise guckt, es sind Fehlentscheidungen oder zumindest diskutierbare, und trotzdem wird den Schiedsrichtern in den meisten Fällen einfach recht gegeben, beziehungsweise gesagt, kann man so machen, sie werden in Schutz genommen, und das funktioniert halt einfach nicht. Vollkommen egal, ob die Schiedsrichter natürlich viel Druck haben und so, es ist deren Job. Es ist einfach wirklich deren Job und die haben eine hohe Verantwortung und das kann man halt einfach nicht rechtfertigen und da muss einfach mal härter durchgegriffen werden in meinen Augen. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Das war es jetzt von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin gespannt, wie die Bundesliga heute läuft. Müsste gleich losgehen. Ja, in 10 Minuten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit Ultimate Team, mit Bubble Time oder mit... Ihr werdet sehen. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.